Guten Tag, Chau Kong Ying heiße ich. Ich komme von Malaysia. Seit 1971 bin ich in die Schweiz gekommen. Und vor 1975 habe ich angefangen in meiner Kung-Fu-Schule in Zürich. Da kann jeder kommen, jeder alt. Ich spiele keine Rolle, das jung oder alt. Und was wir praktizieren ist Kung-Fu, Tai Chi, Qigong, Selbstverteidigung. Und sogar mache ich einmal im Jahr mit meiner Schule oder, nach China reise, dass alle meine Schweizer Schüler wissen mehr unsere Kultur und unsere Philosophie im Kung-Fu-Training. Die Philosophie im Kung-Fu ist, heißt, muss man Geduld haben, muss man lernen, wie man mit der Umgebung, das heißt mit Leuten, wie man verstehen, nicht einfach in Kleinigkeit und aggressiv. Und gleichzeitig muss man auch körperlich gesund. In Ipoh Chengu Kung Fu Schule lernt man nicht nur einfach Kung Fu, lernt man auch die Disziplin, Philosophie und noch die ganze Kultur. Chengu Bedeutung, das ist Training mit Geist und Kampf ohne Kampf. Internationale Chengu Verein oder, hat bestimmt, dass wir müssen diese 10 Formen lernen. Heißt, der erste Eintritt muss man lernen Tam Toi. Gong Li Kün, Jik Kün, und dann Waffen, Bakwa Do, Wung Fu Chiang, Quan Yong Guan, und dann Partner mit Partner, Tou Kün, und dann Waffen gegen Waffen, dann ist ein Säbel gegen eine Lanze. So, wenn wir gehen zu anderen Kung Fu, andere Cheng Fu Kung Fu Schule, 100% jeder kann diese 10 Form. Das ist unsere Disziplin von der ganzen Welt. So, Ipoh Cheng Wu Kung Fu Schule ist nicht der einzige. Bis jetzt haben wir mehr als 23 Länder Cheng Wu Verein. Das ist ein Freizeitzentrum, das kann man jederzeit kommen in unsere Schule. Und durch das viele Schüler hat mir sehr positiv gesagt, dass sie nicht nur einfach ihren Körper verbessern, dass sein Leben ist auch mehr ruhig geworden.